Ja, hallo und herzlich willkommen. Zwar nicht im Wald, aber dafür mal zu einer Bestimmungsübung mit Bestimmungsbuch. Ihr habt mich jetzt schon mehrfach gefragt, ob ich denn ein Bestimmungsbuch zur Baumbestimmung empfehlen könnte. Ich habe die Frage bisher immer verneinen müssen, weil ich sämtliche Arten, die ich bestimmen kann, im Studium gelernt habe und tatsächlich in der Praxis, draußen in der Natur, in Anführungszeichen, meistens war mal im kleinen Park, aber das tut ja nichts zur Sache, also wirklich am lebenden Objekt gelernt. Und seitdem habe ich eigentlich nie mehr das Bestimmungsbuch gebraucht, beziehungsweise ein Bestimmungsbuch gebraucht, weshalb ich wenig darüber sagen konnte, welches Bestimmungsbuch denn am besten ist. Ich habe mir jetzt ein bisschen, ja, in Anführungszeichen, die Mühe gemacht, das war nicht wirklich Mühe, und habe mal diverse Bestimmungsbücher durchgelesen und habe dann festgestellt, dass ich mit dem Ding, was ich in meiner Bibliothek gefunden habe, auch sehr zufrieden bin. Also ich habe verglichen mit ein paar, die sich nicht in meiner privaten Bibliothek befinden. Das war jetzt das Vorgeplänkel. Ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt folgendermaßen. Für diejenigen von euch, die schon wissen, was das hier ist und sich zutrauen, dass sie wissen, wie man ein Bestimmungsbuch verwendet, für die gibt es jetzt den ersten Teil des Videos. Für alle anderen gibt es dann den zweiten Teil des Videos, in dem wir versuchen, dieses Zweigchen hier zu bestimmen. Mit diesem Buch. Ich weiß natürlich auch so, was es ist. So, zum Buch erstmal. Die Fichtengehölzflora ist so eins der Standardwerke der Gehölzbestimmung. Meiner Meinung nach das Beste. Da gibt es aber durchaus noch ein paar Alternativen, die ähnlich gut sind. Was ich sehr schön finde, wobei ich jetzt mich nicht mehr ganz auswendig weiß, ob nicht alle, nicht die eine oder andere Alternative das auch so macht, ist, dass es Abbildungen enthält. Bei den entsprechenden Arten, wenn man bis zur Art vorgedrungen ist, gibt es dann am Schluss nochmal zur Sicherheit, um nochmal ein bisschen sicherer zu sein, dass es auch wirklich das richtige Ding ist, was man gefunden ist, noch eine kleine Abbildung pro Art. Bei den meisten Arten, nicht alle haben eine Abbildung, aber doch die allermeisten. Dann ist das Buch sehr komplett. Es sind tatsächlich sämtliche Holzpflanzen, die in Mitteleuropa wachsen, drin. Und, was auch schön ist, es hat drei verschiedene Bestimmungsschlüssel. Einmal den in Anführungszeichen normalen nach vegetativen Merkmalen. Vegetative Merkmale sind Blätter, also die ganz normalen Laubblätter, die immer zu sehen sind. Dann gibt es einen Früchteschlüssel. Das vereinfacht die Bestimmung enorm. Wenn auch Früchte da sind, dann kann man anhand der Blätter, also aus dem Blätterschlüssel dann, und der Früchte aus dem Früchteschlüssel, sich wirklich ganz, 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 ganz sicher sein, dass man die Art entsprechend richtig bestimmt hat. Über die Früchte geht es meistens auch noch viel schneller als über die Blätter, weil da gibt es nicht so viel Auswahl und die sind oft sehr charakteristisch. Zum Beispiel ein Apfel. Nur mal so als kleines Beispiel. Und was ich auch sehr schön finde, das Buch enthält auch einen Schlüssel zur Bestimmung sommergrüner Gehölze im Winterzustand. Also Knospenbestimmungen habt ihr damit auch gleich noch abgedeckt und könnt euch auch im Winter an das schöne Fachgebiet der Knospenbestimmung rantrauen. Finde ich persönlich eigentlich ganz lustig. Vor allem kann man damit halt auch erheblich besser angeben, als dass man eine Eiche im Sommer erkennt und eine Eiche im Winter erkennt. Das hat gleich nochmal eine ganz andere Kategorie. Das wäre es gewesen für den fortgeschrittenen Anwender, der sich einfach nur gefragt, der weiß, wie ein wissenschaftliches Bestimmungsbuch funktioniert und gerne wissen wollte, welches sich denn für Holzpflanzen empfehlen würde. Ihr dürft also an dieser Stelle theoretisch aufhören zu gucken. Ich bin euch auch nicht böse, wenn ihr weiter guckt. Aber für euch fortgeschrittene Anwender sei noch hinzugefügt, ihr braucht nicht die aktuellste Auflage. Meine hier ist jetzt von 2007, die 12. Auflage. Ich vermute mal, es gibt inzwischen mindestens eine 13., wenn nicht sogar eine 14. Ich habe es jetzt nicht extra nachgeguckt, das seht ihr ja selber, wenn ihr es googelt. Spart viel Geld und kauft euch eine alte Auflage, jeweils die älteste, die noch zu haben ist. Alles ab der 12. Auflage kann ich definitiv empfehlen. Gut, noch eine ganz kleine Anekdote. Nehmt zur Kenntnis, dass der Herr Fitschen die erste Auflage geschrieben hat und viele Auflagen danach hat er dann selbstständig überarbeitet. Inzwischen wird der Fitschen nicht mehr vom Fitschen selber, sondern von den hier genannten Leuten überarbeitet, heißt aber noch Fitschen. Das gibt es ganz oft, weil das Ding einfach aus Respekt für den ursprünglichen Verfasser und weil vieles da drin immer noch dem sein geistiges Eigentum ist, dann immer nur nach dem ursprünglichen Verfasser genannt wird.
Ihr könnt ein wissenschaftliches Standardwerk eigentlich quasi immer daran erkennen, dass da oben nur einer draufsteht und dann später in der, was weiß ich, wievielten Auflage, alles, was mehr als 10 Auflagen hat bei wissenschaftlicher Literatur, ist schon ein super Bestseller, in Anführungszeichen. Und dann könnt ihr es halt eben gut daran erkennen, wenn der Verfasser gar nicht mehr mitschreibt dran, dann ist es wirklich ein etabliertes Standardwerk und muss gut sein. Also das nur nochmal am Rande bemerkt. Und für diejenigen, die sich eben auskennen mit Bestimmungsbüchern, soll das reichen und besorgt euch dieses Ding ab der 12. Auflage und ihr seid glücklich und zufrieden und werdet alles, was einigermaßen Holz ausbildet, draußen in der Natur, definitiv in unserem Wald sowieso und im Stadtpark und überall sonst und überall in Mitteleuropa definitiv mit diesem Buch bestimmen können, sofern ihr damit umgehen könnt. Wer sich noch nicht mit Bestimmungsbüchern auskennt, der nimmt jetzt bitte Folgendes zur Kenntnis. Das Ding da wollen wir bestimmen. Und ich habe es ein bisschen rausgezoomt, damit ich nachher das Buch besser in die Kamera halten kann. Das hier ist die Karte mit den verwendeten Abkürzungen und Sonderbegriffen und so weiter und so fort. Und sehr praktisch ist auch immer dieses Lineal, weil dann dauernd gefragt wird, Nadeln sind so und so lang und dann kann man das nicht genau abschätzen. Also mit ein bisschen Übung irgendwann schon. Und dann kann man sie einfach mal hier anlegen. Dann weiß man auch, wie lang sie sind. Also das ist ein hilfreiches Zettelchen, das in diesen Büchern drin ist. Ihr findet was Ähnliches meistens auch, genau, ja, hier. Das ist also auch ganz standardmäßig. Und was wir jetzt eben machen wollen, ist dieses Ding bestimmen. Ich weiß schon, was es ist, aber das machen wir jetzt trotzdem. So, Schritt Nummer 1, wir gucken ins Inhaltsverzeichnis. Und da kann ich vielleicht allgemein nochmal erzählen, das Buch enthält so ein ganz kleines bisschen, wirklich nicht viel, Systematik zu den Gehölzpflanzen, Morphologie der Gehölze. Lest euch das einmal durch, damit ihr so ein bisschen grob wisst, worum es eigentlich geht. Noch ein bisschen Standortfaktoren der Gehölzverwendung. Ist sicherlich ganz interessant für euch. Und es ist sehr oberflächlich gehalten und jetzt geht nicht so sehr in die Tiefe, dass man gleich das große Grauen bekommt als Otto-Normalverbraucher. Zu den Giftpflanzen gibt es nochmal einen Sonderhinweis, den zu lesen würde ich auch sehr empfehlen. Und dann macht man nämlich Folgendes. Wenn man keine Ahnung hat, was das hier ist, so wirklich gar keine, dann kann man doch zumindest ein ganz kleines bisschen einschränken, dass es sich zum Beispiel nicht um einen Laubbaum handelt. Wer das auch nicht kann, der sollte nochmal die Schule besuchen. Und zwar, jetzt gehen wir in diesen ersten Schlüssel, Bestimmung der Gattung nach vegetativen Merkmalen, weil wir haben keine Früchte dran und es ist eben auch kein Laubbaum, der sich im Winterzustand befindet. So viel können wir gleich am Anfang erkennen. Ansonsten müssten wir nämlich hier Früchteschlüssel oder für sommergrüne Gehölze im Winterzustand Schlüssel verwenden. Machen wir aber nicht. Wir nehmen den und jetzt gucken wir der Reihe nach durch und das erste, was zutrifft, auf die Seite gehen wir dann. Synoptischer Gruppenschlüssel, Seite 71, da könnte man theoretisch nochmal nachlesen, das ist nochmal ein bisschen detaillierter aufgelistet, aber wir machen das aus dem Inhaltsverzeichnis raus. Gruppe 1, Nadelgehölze. Gut, ist es, also passt, gehen wir zur Seite 72. Wenn es das nicht wäre, müsste man entsprechend weiterlesen, bis man zum Beispiel Blätter einfach, gegenständig oder wirterlich kommt und feststellt, oh ja, das ist, und dann geht man zu 85. Im Fall von Nadelgehölzen ist das sehr einfach, deshalb habe ich auch ein einfaches Beispiel auch genommen, natürlich. Und jetzt gehen wir auf Seite 72. Ich schneide das Blättern raus. Wir sind auf Seite 72. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen lesen. Und legen jetzt los mit der Bestimmung. Es ist grundsätzlich so, wenn wir zu einem neuen Kapitel in dem Buch kommen, steht hier oben in kleiner Schrift, immer nochmal da kann man sich versichern, dass man auch auf der richtigen Seite ist. Weil wenn man jetzt zum Beispiel gedacht hätte, das wäre doch ein Laubholz und hätte bei den Laubholzen nachgeschlagen, dann wäre alle weitere Bestimmungsarbeit, die man mit diesem Buch eventuell macht, ja schon gleich automatisch falsch. Deshalb ist es wichtig, dass man gerade beim Kapitelwechsel immer sicher geht, dass das stimmt. Und deshalb sollte man hier nochmal lesen, bestehen Zweifel, ob eine Konifere vorliegt, insbesondere bei Klein- oder Zwergsträuchern, oder lässt sich die Pflanze hier nicht bestimmen, so gemäß nur man bei der Gruppe 2, Seite 75. Da kriegt man dann quasi nochmal für Idioten erklärt, wie man erkennen kann, ob es sich jetzt nun um eine Konifere, also ein Nadelgehölz handelt oder nicht, sozusagen. Gut, Nummer 1, immer bei Nummer 1 anfangen, wenn man zu einem neuen Kapitel kommt. Blätter schuppenförmig oder wenigstens teilweise schuppenförmig. In dem Fall zur Nummer 26 gehen. Das ist aber nicht, das sind Nadeln. Also das Ding, was das hier hat. Das sind keine Schuppen, sondern Nadeln. Müsst ihr auch wissen, müsst ihr dann gegebenenfalls nachlesen, wenn ihr nicht wisst, ob das Schuppen oder Nadeln sind.
Nummer 2, das ist immer so, das ist so ein, ja, zweifacher Bestimmungsschlüssel. Es ist entweder das erste oder es ist das zweite. Und hier hinten steht immer die Nummer, an der man dann weiterlesen muss, wenn man sich entschieden hat, ob es das erste oder das zweite ist. In unserem Fall sind Blätter alle nadelförmig. Also eine Nadel ist auch immer ein Blatt, deshalb steht hier auch Blätter. Alle nadelförmig. Ein Nadelblatt ist ein nadelförmiges Blatt. So, Nummer 2. Wir gehen zu Nummer 2, die steht natürlich logischerweise gleich unter Nummer 1. Nadeln immer grün und mehr oder weniger hart. Dann müssten wir zur 6 gehen. Alternativ, alle Nadeln im Herbst abfallend, mehr oder weniger dünn und weich. Das ist hier nicht der Fall, weil es ist Winter und ich habe dieses Zweigchen im Winter gepflückt. Kann also nur immer grün sein. Also, und die Nadeln sind auch doch ziemlich fest. Nadeln immer grün plus minus hart, dann gehen wir zu Nummer 6. Wir sind bei Nummer 6. Nadeln stets einzeln stehend oder Nadeln überwiegend in Büscheln. Gucken wir nochmal nach. Wie ihr sehen könnt, sind die Nadeln jeweils einzeln am Zweig befestigt und das heißt einzeln stehend. Ansonsten wäre jeweils ein ganzes Büschel von Nadeln zusammenhängend am Zweig befestigt. So was gibt es zum Beispiel bei Lärche oder Kiefer. So, das heißt, Nadeln stets einzeln stehen. Wir gehen zu Nummer 9. Ja, sorry, ich wurde gerade gestört. Wir sind bei Nummer 9 angekommen. Nadeln schraubig, spiralig gestellt, zum Teil gescheitelt, das heißt zweireihig scheint, oder Nadeln gegenständig oder zu dritt wirtelig. Gegenständig heißt, wir haben immer eine Nadel links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Das ist hier definitiv nicht der Fall, sondern man guckt vorne so von direkt auf den Zweig drauf. Und dann können wir erkennen, die sind ja so schraubig, spiralig angeordnet. Also sie stehen quasi in alle Richtungen vom Zweig weg und nicht in irgendeiner bestimmten Symmetrie, die da jetzt gut zu erkennen wäre. Wären sie gescheitelt, würde das auch noch in diesem Bereich fallen, denn das steht hier extra noch in der Klammer. Zum Teil gescheitelt, das heißt zweireihig erscheinend, eben in Klammer. Das wäre da jetzt auch noch mit drin. Sind die aber nicht, die sind jetzt spiralig, unser Zweigchen, was wir hier haben. Wir gehen zu Nummer 12. Nummer 12 sagt, entweder Nadeln eiförmig, dreieckig, 2,5 bis 5 cm lang und an der Basis 1 bis 2 cm breit, bla bla bla, das können wir uns sparen, weil wir haben es hier mit keiner Aurikarie zu tun. Nadeln anders, 13. Rindel zweijährig, Zweige grünlich, Nadeln weniger deutlich vom Zweig abgegliedert oder Rinde zweijährig, Zweige bräunlich, gelblich oder rötlich, Nadeln deutlich vom Zweig abgegliedert. Wie ist jetzt das zu verstehen? Dazu gucken wir jetzt nochmal schnell unseren Zweig an. Es geht um den zweijährigen Zweig, also diesen hier. Nicht diesen ganz, 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 ganz jungen. Also beziehungsweise der ist jetzt auch genauso alt wie der da, der wurde im gleichen Jahr gebildet. Aber man muss sich ein bisschen ältere Zweige angucken, deshalb eben dieses zweijährig. Und da geht es um die Farbe und das Ding hier ist braun und die Nadeln stehen deutlich vom Zweig ab. Ist nicht so, dass die da direkt dran kleben. Also haben wir es mit der Kategorie 1 zu tun und gehen auf Seite, gucken wir mal. Hier weniger deutlich vom Zweig, bla 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 bla. Zu Nummer 19 gehen wir dann. Nummer 19. Nadeln ungestielt, das heißt nicht sichtbar vom Spross abgegliedert und allmählich in diesen übergehend oder Nadeln gestielt. Das ist hier schon noch der Fall. Könnt ihr sehen, die Nadeln haben, na, machen wir es so, dann ist das mit der Kamera leichter. Die Nadeln haben also ein kleines Stielchen, das dann in den Zweig, an den Zweig ranläuft. Und auf diesem Stielchen sitzen sie halt eben. Kann man hier ganz gut erkennen. Nadeln gestielt. Wir gehen also zu Nummer 20. Nadelunterseite mit zwei auffälligen blau- bis grau-weißen Spaltöffnungsstreifen. Haben wir. Gucken wir uns das nochmal an. Könnt ihr erkennen? Da gibt es also wirklich so zwei, so in diesem Fall grünliche Streifen. Zwei aufhängen, blau bis grau-weißen, ja, blau-weiße.
Ja, an dieser Stelle ist es jetzt schon schwierig. Da ist es jetzt echt schon schwierig. Also, dass wir die Nadeln gestielt haben, ist noch soweit okay. Das heißt, bis zu 20 bin ich mir jetzt sicher, dass wir da richtig sind. Bei der 20 Nadelunterseite mit zwei auffälligen blau- bis grau-weißen Spaltöffnungsstreifen oder Nadelunterseite mit wenig auffälligen Spaltöffnungsstreifen, Nadeln daher unterst nur heller grün gefärbt als oberst. Unterseite sind sie heller grün gefärbt als auf der Oberseite. So, das ist jetzt hier gemeint. Aber das ist jetzt halt eben schwierig und an diesem Punkt braucht man einfach Übung und muss dann notfalls beide Varianten durchprobieren, ob man da hinkommt, wo man hin möchte, weil das ist hier jetzt echt schwer zu erkennen. Also manche Leute würden sagen, ich würde jetzt spontan auch sagen, wenn ich nicht wüsste, was es ist, dass das deutliche Streifen auf der Unterseite sind. Durch diese grüne Mittelrippe meine ich da zwei hellere Streifen zu erkennen. Das ist aber laut Bestimmungsbuch nicht so. Also derjenige, der das Bestimmungsbuch geschrieben hat, hat das nicht so gesehen. Das kann halt mal vorkommen, dass dann mal jemand anderer Meinung ist und sowas unterschiedlich interpretiert wird von verschiedenen Leuten. Je länger man mit so einem Bestimmungsbuch arbeitet, desto mehr kriegt man die Art und Weise, sowas zu interpretieren, rein, die vom Auto verwendet wurde und je einfacher wird's. Wie gesagt, hier hätte ich es jetzt intuitiv falsch gemacht, weil ich halt eben meine, die sind deutlich, die Streifen. Andererseits steht ja da, wenn es Streifen sind, dann sollen sie blau- bis grau-weißen Spaltöffnungsstreifen sein und die sind ja hellgrün. Von daher stimmt schon irgendwie, dass das nicht gemeint sein kann, wenn man mal ein bisschen länger drüber nachdenkt. Man musste also auch vorsichtig vorgehen und lange drüber nachdenken, was könnte gemeint sein. Und damit sind wir dann nämlich bei Nadelunterseite mit wenig auffälligen Spaltöffnungen. Entschuldigung. Nadelunterseite mit wenig auffälligen Spaltöffnungsstreifen, Nadeln daher unterseitig nur heller grün gefärbt als oberseitig. Das heißt, wir gehen zu Nummer 21. Und jetzt haben wir es, nämlich Nadeloberseite mit erhabener Mittelrippe oder Nadeloberseite mit vertiefter Mittelrippe. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Wir gucken uns also die Nadeloberseite an. Na, muss jetzt hier mal ein bisschen so drehen, dass man das auch schön sehen kann. Und stellen dann fest, hier kann man es glaube ich ganz gut erkennen, die ist erhöht, die Mittelrippe. Also das ist wirklich so ein abgesetztes Rippelchen in der Nadelmitte, die sich nach oben abhebt. Das heißt, wir können jetzt sicher sein und damit wieder das Kapitel wechseln, dass wir zu Taxus müssen. Es handelt sich also definitiv um eine Art in der Familie der Taxaceen, in der Gattung der Taxaceen, meine ich, Entschuldigung. Und ja, und gehen auf Seite 833. Ja, und wie gesagt, hier können wir uns weiteres Bestimmen sparen. Deshalb gibt es hier auch nur eins. Das wäre jetzt der Bestimmungsschlüssel, der nur aus einem Ding besteht, weil es kann nur das sein, weil andere Taxa-10 gibt es eben nicht. Und jetzt wissen wir, dass wir es hier mit Taxus baccata zu tun haben und das ist die Eibe. Deshalb habe ich die auch genommen, damit man gleich mal schön sicher die Eibe bestimmen lernt, wenn ihr das noch nicht könnt. Und haben hier gleich dann auch noch, und das ist auch schön in diesem Buch, sie sagt einem, das Buch sagt einem nicht nur, dass man es wirklich mit der Eibe zu tun hat und fertig, man hat das Ding korrekt bestimmt und jetzt soll man in irgendeinem anderen Buch nachlesen, was die Eibe jetzt ist und was sie tut, sondern man kriegt hier dann noch einen Haufen schöne, nette Informationen, die noch interessant sein könnten zur Eibe und es gibt halt eben auch noch Bilder zur Frucht. Das hier war jetzt, das ist das Ergebnis zum Fruchtschlüssel. Hätten wir den Fruchtschlüssel benutzt, wären wir hier quasi angekommen, dann wären wir durch einen anderen Schlüssel, der uns dann nicht auf Seite 833 verwiesen hätte, sondern auf Seite 832 am Schluss. Und wir wären eben hier gelandet und hätten hier Bilder von den Früchten, an denen wir dann auch hätten sicher erkennen können, hier mit diesem charakteristischen Trichter, dass es sich um die Eibe handelt. So sind wir halt eben hier gelandet und können jetzt hier anhand dieses Bildchens erkennen, dass unsere Nadeln von der Eibe ungefähr so aussehen. Und das ist auch so, also alles korrekt. Theoretisch gibt es jetzt hier noch dieses Ding da, das ist die andere Eibe, die ist aber so wahnsinnig selten und ich habe die noch nie irgendwo gesehen, dass man die eigentlich schon fast ignorieren kann, weil es die japanische Eibe und die kanadische Eibe und das ist alles nichts, was in Deutschland auch in anderer Weise vorkommt. Aber ja,
Sowas müsste man sich dann genauer durchlesen, ob sowas in Frage kommt. Natürlich ist es jetzt hier die ganz normale Eibe und ich labere wieder viel um den heißen Brei herum. Ihr habt jetzt gesehen, wie das Buch funktioniert. Es gibt immer wieder zwischendrin so Stellen, da muss man dann ein bisschen gucken. Oh Mist, 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 stimmt das jetzt so, stimmt das jetzt nicht? Und wenn man an so eine Stelle kommt, dann muss man sich merken, welche Stelle das war, wo die gewesen ist. Am besten vielleicht mit so einem kleinen Lesezeichen ins Büchlein reinmachen, damit man dann im Zweifelsfall, wenn man merkt, man kommt irgendwie zu Mist, wenn man den falschen Weg genommen hat, wieder zurückgehen kann bis zu der Stelle, wo man sich nicht ganz sicher war und dann den anderen Weg machen kann und dann schauen, ob man damit hinkommt. Und da muss man teilweise ein bisschen versuchen. Aber gerade weil es unter Umständen sehr umständlich sein kann, mit so einem Bestimmungsschlüssel rauszufinden, worum es sich handelt, prägt sich das gut ein im Hirn. Man muss da wirklich lange rumrätseln, man setzt sich intensiv mit dem Zweig mit der Pflanze auseinander. Man vergleicht auch alternative Arten und gerade wenn man den Weg falsch gegangen ist und bei was Falschem rausgekommen ist, dann weiß man ja auch, aha, also das, was für mich so ähnlich aussieht wie meinetwegen die Tanne, das könne auch die Eibe sein. Oder das, was für mich so ähnlich aussieht wie Eibe, kann auch die Tanne sein. Und dann kriegt man so immer mehr so Anhaltspunkte im Hirn und lernt immer mehr Arten kennen, eben dadurch, dass man auch mal falsche Wege in so einem Buch einschlägt, dass man dann irgendwann total der Profi ist bei der Gehölzbestimmung. Ja, und damit bin ich am Ende angekommen. Fazit, das Buch ist gut. Und so funktioniert's. Ungefähr, kann man natürlich auch ein bisschen anders machen, aber das wäre jetzt die Ben-Version und wünsche ich euch einen schönen Abend und ich gehe mir jetzt die Pfoten waschen, weil dieses Zeug ja nach wie vor enorm giftig ist. Macht's gut!